Die hohen Preise bereiten den Menschen in Deutschland mehr Sorgen als der Krieg in der Ukraine oder die Corona-Pandemie. Das hat eine Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey aus dem Juni 2022 ergeben. Fast die Hälfte der Befragten gaben an, dass die Inflation aktuell ihre größte Angst sei. Im April 2022 waren es nur 40%. Die Angst vor dem Krieg in der Ukraine ist hingegen kleiner geworden. Im April hatten noch rund ein Drittel der Befragten Sorge vor der russischen Invasion, im Juni waren es nur noch ein Viertel. Nur knapp 5% geben die Corona-Pandemie als ihre Hauptsorge an. Auffällig, die steigenden Preise haben das Einkaufsverhalten der Menschen verändert. Viele kaufen statt teurer Markenartikel die Eigenmarken der Handelsketten und gehen anstatt zum Supermarkt in den Discounter. Insgesamt sinken auch die Ausgaben für Klamotten oder Möbel, weil die Deutschen mehr für Benzin und Lebensmittel ausgeben. Fast 60% der Befragten gaben immerhin an, dass sie auf den Energieverbrauch in ihren eigenen vier Wänden achten.